Der Gnadenhof-Thema ist ein Land der Tiere. Tiere, die der Tierindustrie entkommen sind, leben hier ohne jegliche Nutzung so frei und selbstbestimmt wie nur irgendwie möglich. Gäste erleben so die natürlichen Bedürfnisse der Schweine und Schafe, Hühner und Puden und anderen Bewohnern. Zu einem Tag der offenen Tür lud der Gnadenhof-Thema ein. Hallo, also mein Name ist Sandro Adler. Ich bin der Vereinsvorsitzende vom Gnadenhof-Thema e.V. Den Verein gibt es jetzt seit ca. 1,5 Jahren. Gegründet habe ich den Verein damals privat, also es wurde alles privat unternommen auf dem Gnadenhof und erstellt. Und seit ca. 1,5 Jahren sind wir ein gemeinnütziger Verein. Wir haben ungefähr auf dem Hof jetzt Minimum ungefähr 70 Tiere und meistens halt Nutztiere. Und es ist ein reiner Gnadenhof, wo Tiere ihren Lebensabend beenden. Welche Höhen und Tiefen musstet ihr durchleben? Ja, öfters mal Anfeindungen, wo es angefangen hat etc. Gnadenhof, wie in den Medien schon dargestellt worden ist manchmal, wir haben massiv Anschläge gegen die Tiere. Uns wurden Tiere getötet auf dem Gnadenhof. Ja, es war immer mal ein Auf und Ab. Wie läuft die Veranstaltung heute hier? Die Veranstaltung, der Tag der offenen Tür, den haben wir längerfristig geplant. Und der läuft also gigantisch, muss ich mal wirklich sagen. Also mit so vielen Leuten haben wir auf keinen Fall gerechnet. Und es läuft wirklich bestens und das Wetter, Gott sei Dank, hält auch. Was habt ihr euch für die Zukunft vorgenommen? Also, dass erstmal alles in trockene Tücher kommt, heißt, wir haben ja diese Veranstaltung durchgeführt, um diesen Bebauungsplan durchzuführen, dass alles rechtskräftig wird mittlerweile auf dem Gnadenhof und dass wir eventuell manche Stallungen oder Behausungen der Tiere ausbauen können und beziehungsweise noch schöner gestalten können. Und wir suchen halt ständig Spender beziehungsweise auch Tierpatenschaften für unsere Tiere, die hier ihren Lebensabend genießen. Wann soll der Ausbau beendet sein? Also der Bebauungsplan, der ist jetzt eingereicht nochmal bei der Stadt und der ist auch in dem Moment jetzt schon bewilligt worden. Die Informationen haben wir jetzt. Also es wird so in circa einem halben Jahr, einem Dreivierteljahr wird es noch abgeschlossen sein, das Verfahren. Hallo, also mein Name ist Elke Ruck. Wir kommen vom Hundesportverein in Meiningen. Und wir sind heute hier, um den Gnadenhof zu unterstützen, weil wir von der Arbeit hier total begeistert sind. Wir haben im letzten Jahr gerade für diesen Gnadenhof hier eine Spendenaktion ins Leben gerufen. Die ist super gut angekommen und deshalb sind wir auch heute hier, um den Verein hier mit unserer Arbeit zu unterstützen. Wir haben hier unsere einzelnen Sportarten aufgebaut, die wir auch betreiben. Wir betreiben Rally Obedience und Agility. Wir haben ein bisschen was gezeigt von Unterordnung, wie man mit seinem Hund umgeht, wie man sich irgendwo auch bewegt in der Öffentlichkeit. Unsere Mitglieder waren hier unterwegs und haben hier die Hunde ein bisschen vorgestellt. Und die Besucher hier haben die Möglichkeit, sich über unsere Sportarten sozusagen zu informieren. Und eventuell haben sie ja Lust, irgendwann bei uns mal mitzumachen und mit ihren Hunden Zeit zu verbringen, mit ihren Hunden Sport zu treiben in den verschiedensten Formen. Die Ute wird jetzt einen Parcours in Rally Obedience zeigen. Das heißt, diese Sportart stammt eigentlich aus den USA, wird bei uns im Hundesport seit einigen Jahren betrieben und ist für jede Hunderasse, für jedes Alter geeignet und auch für Mensch, sodass das auch den Hund und den Mensch viel Freude bereitet und auch ein super Team zusammen wird. Und nur so kann auch diese Sportart wunderbar funktionieren. Beide drehen sich, sie läuft zum nächsten Punkt, geht rechts, läuft zum nächsten Punkt, macht Vorsitz und der Hund geht in die nach rechts in die Sitzposition, sie läuft weiter. Wir machen eine kurze Alpaka-Wanderung zum Einführen für unsere großen Wanderungen, dass die Kinder mal sehen, wie man mit Alpakas laufen kann. Wie viele Alpakas habt ihr? Wir haben insgesamt 10 und 5 haben wir jetzt mit dabei. So. Und auf geht's! Bei Info.
hochkommt. Leine laufen. So. Wer läuft als letzter? Ich? So, guck mal hier. Du nimmst die Leine. Andi. Opa oder der Papa. Guck mal hier rüber zu mir.